Wir sind hier jetzt im ersten Bezirk in der Brandstätte und führen hier jetzt Belagsanierungsarbeiten im Auftrag für die Stadt Wien durch. Hier hinter mir ist jetzt eine Fiakerroute und die Besonderheit ist die mechanische Beanspruchung bei diesen Fiakerrouten. Weil die Pferde haben Eisenhufe, die den Asphalt so richtig auskratzen. Und da entstehen halt extreme Furchen bis zu 7 cm. Und das ist für einen querenden Fußgängerverkehr halt wirklich eine Stolpergefahr, muss man sagen. Das Besondere am Fiaker-Gussasphalt ist, dass ein spezielles Bitumen in diesem Gussasphalt enthalten ist, dass dieser weicher ist, besser für die Pferde und dämpfender ist. Die Arbeiter stehen leider, sagen wir, in der Hitze, natürlich vom Spritzen, vom Bitumen oder wie hinter mir der Runterlasser, sagen wir, hat einen Helm auf, aber sonst ist eher, sagen wir, die Hitze der größte Feind beim Gussasphalteinbau. Das einzige Hausrezept ist viel trinken und die Burschen trinken bis zu 6 Liter am Tag. Auf der Fahrbahn ist von mir vorgegeben reines Arbeiten in der Nacht, das heißt von 20 bis 5 Uhr. Die Burschen hinter mir ziehen so ungefähr ab 12 Uhr, 1 Uhr in der Früh ab. Dann bleibt das abgesperrt, kühlt aus, damit das befahrbar ist für die Kehrmaschine. Ab 5 Uhr ist wieder alles schwarz, keiner hat was mitbekommen und wir haben unsere Arbeit getan. Also in 150 Jahren die Straße, ich weiß nicht, ob da überhaupt noch gefahren wird. Also, da wird, glaube ich, mehr geflogen dann.